Hallo und damit herzlich willkommen willkommen zu zurück zu einer einem weiteren weiteren Video auf diesem Folge. Kanal mit Minimal Support und wir mehr gleich. Ja, und wir machen mal wieder ein Pack-Opening Auf dem schlechtesten Account, den es in Animation Throne überhaupt gibt. Nein, dem zweitschlechtesten, dem schlecht, der schlechteste gehört ja sofort. So. Also, jetzt. Ja, haben wir wieder ein bisschen was zusammenbekommen. Hier, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, fangen wir mal an. Gehen wir mal immer noch mit Shop und klicken nicht oben auf die Münzen, weil das Tablet so. Ist so schnell. Softball Mountain. Softball Mountain. Wenn ich das schon wieder höre, ne? Softball Mountain. Softball Mountain, ja. Ja, Soft. Ja, man muss dazu sagen, so wird er manchmal genannt von seinen Kumpels. Soft. Ja, Herr Soft. So, Herr Saft Fry oder Linda. Oder Peter und Bill. Fry oder Linda, Peter und Bill. Ich nehme Peter und Bill. Oder Fry oder Linda. Ich hab mir gesagt, Peter ich und Bill. Freezer Dome, Freezer Dome Louise. Ja, komm, hier, Softball, Mountain Box. Soft, Alter. So, ich Sonderangebot. Und gehen. Jetzt gucken wir mal, was bei rauskommt. Und. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut Geil. Aus. Das sehr, fing sehr, jetzt überhaupt sehr, nicht gut sehr, an. Sehr, sehr gut. Ich meine natürlich mega schön. Ja, dann fangen wir jetzt an hier mit. Wir müssten mal gucken, welche Karten es momentan da gibt. Also das war echt ein mega miserabler Start. Nein, es ist überhaupt nicht egal. Wenn es dich nicht interessiert. So, Freezer Dome. Dann muss ich immer noch bei Leben sitzen. Flügelmutter Lila. Ja, da sind ein paar nice Sachen jetzt wieder dazwischen. Die nicht bekommen wird. Ja, weiter. Ein paar nice Sachen sind dabei. Gleich. Ja. Hi. Jetzt drück du mal da drauf, dass vielleicht noch was Anständiges bei rauskommt. So. Oh mein Gott. Aber wenigstens bessere Karte dazu. Toll, eine Epic. Super. Und oh mein Gott! Machen wir mal die nächste auf. Warum? Oh, wenigstens etwas. Guck mal, was ist das? Toxic Shock. Toxic Shock. Okay. Das hab ich gezogen. Jetzt ich. Oh mein Gott, ein Truthahn-Tanz. Oh, aua. Oh mein Gott. Und das war's, glaube ich. Jetzt ist jetzt, glaube ich, die letzte. Jetzt bin ich nochmal dran. Und Damenringen, drück nochmal drauf, aber ich glaube, es geht nicht mehr. Eine Leggy bis jetzt. Das läuft bis jetzt sehr gut für gleich. Es läuft hervorragend. Also für mich läuft sehr gut für gleich. Oh na, ach man. So, ja, jetzt können wir hier in der Zwischenzeit 5 Minuten dabei zuschauen, wie das Spiel neu lädt, weil es einfach abstürzt, nachdem man Karten gekauft hat. Toll. Oh Gott, ja, also Congregate, es wäre schön, wenn ihr nach so langer Zeit, wo es dieses Spiel gibt, irgendwann mal diese Abstürze in den Griff bekommen würdet. Darf ich dazu was sagen? Was? Schaffen sie eh nicht. Okay. Ja, also es ist wirklich unfassbar, wie oft das wir Spiel läuft. Wir haben das professionellste Entwicklerteam auf Start. So, weiter geht's. Ja, zumindest mal hier, Mythic Haley. Gibt's ein Mythic Haley Pack? Schauen wir mal hier rein. Oh, super phänomenales Paket. 30.000. Ja gut, dann fangen wir mal an. 15 Stück können wir aufmachen. 15 Stück? 15 Stück können wir aufmachen. Und Legendary! So. Geil. Das läuft gut. Und Planet Express Schiff. Ich befürchte, es bleibt bei einer Legi. Ja? Naja, gut, ich habe ja noch welche. Ja, und du hast garantierte Legi, die über die traurige Sass sein wird. Oh mein Gott. Und ein Gewehr, Juchu. Kann er gleich vielleicht jetzt Double Fusen oder Quad Fusen? Tolle Wurst und noch ein Weinschuh, weil es so schön ist. Phänomenale Splitter. Ja, das ist gut. Darüber freue ich mich. Mythic, man muss eigentlich Mythic Splitter reinmachen.
Oh mein Gott, Cat Licking. Es gibt dann so 100.000 GGT-Bots. Cat Licking, eine der bescheidensten Karten, ehrlich. Der bescheidensten? Ja. Warum der bitte bescheidensten? Das andere Wort möchte ich nicht benutzen jetzt. Ich hab, So, gute Fee, Slurm. Oh mein Gott! Alter Vater, es tut so unfassbar weh. Ein Bill, eine Amy, juhu! Ein Steve, noch ein Steve und ein Money Goat. Jawohl, ist das nicht toll? Juhu! Das ist toll, ne? Ey, das ist doch abartig. Wollt ihr mich verarschen? Ich würde sagen, wir machen danach kein Pack Opening mehr heute. Ey, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Boom. Ey, das gibt es doch nicht. Was? Der gleich spart sich 30.000. Guck mal. Ey, toll, Capoeira. Super. Das ist die Leggy, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Eine Capoeira. Toll. Kann ich so viel mit... Kann ich so viel mit anfangen mit einer Capoeira. Juhu. Ich glaube das alles nicht. Oh mein Gott. Und jetzt war es das wahrscheinlich. Ja! Oh mein Gott. Das tut also wirklich so weh. Jetzt, Moment, ich habe ja hier noch. Abschalten, da kommt jetzt nichts mehr. Doch, noch drei Lechis wenigstens. Dann sind es wenigstens fünf Stück. Jetzt kommen noch mal zwei, dreimal Capoeira. Das. So, was haben wir? Einmal eine Skimaske. Juhu. Das geht ja einigermaßen. Na toll. Eine Skimaske bin ich jetzt nicht gerade begeistert. Oh, und jetzt kommt aber hier eine. Stuffington Academy, das ist ganz gut so. Und jetzt bin ich nochmal dran. Und dann haben wir nochmal die Fahrtskugel. Das ist gut. Die habe ich auch so im Deck. So. Ja, dann. Gucken wir uns mal die Ausbeute von vier Legendaries an. Fünf. Vier. Fünf. Fünf Legendaries. Ganz toll. Capoeira, wo bleibt Capoeira? Capoeira kommt da. Und die macht natürlich mega viel Sinn, die Capoeira. Ja, die Fahrtschool, das ist gut. Die kann ich dann wenigstens fusen. Bringt mir jetzt gerade in der Situation nicht wirklich so viel. Irek Lobster. Unten. Ja, so, was haben wir denn noch? Ah, übrigens, weil ich hier gerade die Pre-Combo sehe, die Porzellan-Babys. Ja, inzwischen weiß ich jetzt auch, dass man die Pre-Combos leider nicht. Also gut, viele freuen sich darüber, viele finden das gut. Es ist wahrscheinlich auch gut, aber es tut halt trotzdem weh, wenn man mal eine Pre-Combo hat, ja, und dieser Combo-Buff, ja, diese Combo-Mastery zählt halt nicht für die Pre-Combos. Hab mir extra hier für den Highschool-Bill, der war ja jetzt da gewesen, habe ich mir extra die Pre-Combo geholt. Und wie man sieht, ist kein Krönchen drauf. Also Pre-Combos kriegen keine Combo-Mastery. Ja, wenn es euch trotzdem irgendwie gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet es mal wieder ein, wenn es wieder heißt, wie sieht denn die Karte aus, ey? Mein Gott, der arme Peter. Wenn es wieder heißt, Animations Reward, mit mir, gleich, macht's gut, bis dann und tschüss. Ciao.